Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder und unser SK Sturm hat heute mal abgeliefert. 4:1 zu Hause gegen die Admira. Heute war das Ganze sehr souverän, eigentlich von Anfang bis Ende. Also ich für meine Begriffe hatte eigentlich nie das Gefühl, dass heute irgendwas in die negative Richtung passieren könnte und dass unsere Blackies da wirklich heute Punkte liegen lassen. Also man ist eigentlich wirklich so aufgetreten, wie man sich das vorstellt, eben gegen einen Gegner, der in der Tabelle ein Stück weiter unten ist. Und man hat eigentlich auch gleich mal in den ersten Minuten gezeigt, wer da Herr im Haus ist. Man muss sagen, das ganze Spiel über die 90 Minuten eigentlich generell immer sehr unaufgeregt. Unsere Jungs immer wieder mit Abschlüssen vereinzelt. Ansonsten hat es auch die Leerphasen, die üblichen, gegeben. Aber eben eher im Verwaltungsmodus, im souveräneren Bereich. Also ich persönlich, wie gesagt, kann mich nur wiederholen, hatte nie das Gefühl, dass da wirklich was passieren könnte vom Ergebnis her in die negative Richtung. Unsere Blackies eben auch gleich in den ersten paar Minuten mit dem ein oder anderen Abschluss, also so in der ersten Viertelstunde zwei, drei Abschlüsse bei den Blackies, alles noch nicht. Alles noch nicht so wahnsinnig gefährlich gewesen, aber man hat sich eben schon so ein bisschen auf die Schwarzen. Immer auf die Schwarzen mit dem Elias, immer. Also ihr kriegt's mit, auf die Schwarzen. Auf jeden Fall hat man sich dem Admira-Tor immer wieder angenähert. Die ersten Abschlüsse vielleicht noch nicht so wahnsinnig gefährlich, aber man hat eben klar gezeigt, wer das Heft des Handelns in der Hand hat. Und nach knapp 17 Minuten dann auch die verdiente Führung unserer Blackies. Ota Kitaischwili bekommt erst so eine Flanke, war es glaube ich, sehr, sehr ungenau zugespielt, muss dem Ganzen nachrennen im 16er der Admira, schnappt sich die Kugel, dreht sich nochmal und macht einen auf Speedy Gonzales, gerade mal die Wolke hinter ihm, hat so ein bisschen gefehlt, wo er dann schön nach innen zieht und dann eben den Ball dann auch schön reinhaut zum 1:0 für unsere Blackies. Die Führung zu dem Zeitpunkt verdient, von der Admira kam nicht wirklich was und unsere Jungs haben das Ganze auch weiterhin sehr souverän verwaltet. Also nach dem 1:0, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, ob Despotov dann den nächsten Abschluss abgegeben hat. Auf jeden Fall unsere Blackies weiterhin souverän, alles im Griff gehabt von der Admira, offensiv zwar hier und da ein Torschuss, aber nie so richtig gefährlich, dass man jetzt gedacht hat, okay, man muss jetzt anfangen zu zittern. Zur Pause eben 1:0 für Sturm. Im zweiten Durchgang machen unsere Blackies unbehelligt weiter. Gleich mal das 2:0. Über rechts setzt man sich durch. Die erste Reingabe landet noch nicht beim richtigen Abnehmer. Dann springt der Ball aber vor die Füße von Bekim Balay und der macht ihn aus kurzer Distanz, genauso wie es ein Torjäger machen muss, souverän rein. 2:0, ich glaube Minute 48, 49 herum eben die ausgebaute Führung unserer Blackies. Ein paar Minuten später dann auf einmal, aber so aus dem Nichts, wenig später der Anschlusstreffer für die Admiraner. Das war die einzige Phase, wo man vielleicht noch ansatzweise hätte zittern müssen aus schwarz-weißer Sicht. In Wirklichkeit ist aber dann auch nachher nichts Gröberes mehr passiert. Also zunächst kommt der Ball, wurschteln sich die Admiraner eigentlich in den 16er rein. Der erste Abschluss wird dann, glaube ich, noch abgewehrt. Und dann eben der Abstauber, der drin ist, zum 1:2 aus Sicht der Admira. Unsere Blackies schlagen dann aber postwendend zurück. Ich glaube, über die linke Seite ist es Despotov, wenn ich mich da recht erinnere, der die Hereingabe nochmal ablegt auf Husbeck und der zack mit dem 3:1. Die perfekte Antwort für unsere Blackies nach einer knappen Stunde war eigentlich die Messe gelesen, könnte man wohl an der Stelle sagen. Und dann eben mit dem 3:1 im Rücken war das Ganze eigentlich trotzdem schon ziemlich erledigt. Knappe, gute 10 Minuten Leerlauf und ein bisschen später dann auch sogar der vierte Treffer. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den relativ spät mitbekommen. Auf jeden Fall bekommt Röcher im entscheidenden Moment den Ball vor die Füße. Der Winkel, glaube ich, schon relativ spitz. Auf jeden Fall macht ihn Röcher dann schön rein und trifft dann zum 4:1 Endstand. Im Endeffekt, klar, hätte Sturm vielleicht sogar das eine andere Tor höher dann noch gewinnen können. Auch die Admira trotzdem immer wieder zwar mit Nadelstichen unterm Strich, aber sehr, sehr ungefährlich. Und bei unserem Blackies muss man sagen, war es eigentlich von Anfang bis Ende eine souveräne Leistung. Man hatte nie wirklich die Gefahr, dass die Admira da so richtig kommen könnte und uns dann noch in die Suppe spuckt. Von dem her gibt es heute, glaube ich, größtenteils zufriedene Gesichter. Zusammengefasst, souveräner Auftritt, da gibt es nicht viel zu meckern. Die Admira eben sehr grenzwertig in puncto Bundesliga-Tauglichkeit, das muss man auch klar feststellen. Aber trotzdem, heute kann man zufrieden sein und wenn man eben auch weiterhin die Leistung eben über 90 Minuten steigern kann und weiterhin abrufen
kämpfen kann, dann ist auch nächste Woche gegen die Austria, würde ich sagen, alles drin und 3 Punkte sowieso. Von dem her war es das an der Stelle auch wieder von mir. Ihr schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare, was ihr zur heutigen Partie sagt. Und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen! Glocke abonnieren, Glocke aktivieren und Elias die Lanz abonnieren, gell? Das Wichtigste. Genau. Und bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.